Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen und herzlich willkommen zum Update vom 26.04. Ja, und es wurde schon angeteasert, das große Update diese Woche ist die Überarbeitung von Fear Groove. Und man sieht es hier jetzt schon, ich stehe jetzt hier am Transporter, ich bin hier gerade hin. Die Häuser haben sich komplett verändert, die Deko hat sich komplett verändert. Es gibt ein cooles Stadttor. Fear Groove erstrahlt im komplett neuem Glanz und unterscheidet sich somit von allen anderen Ortschaften in ganz Jorvik. Ich freue mich total, mir das Ganze nachher mal genauer anzugucken, denn natürlich werde ich im Livestream jeden Winkel von Fear Groove zeigen. Ich werde mich hinsetzen und in Ruhe einen Kaffee trinken und wenn du Lust hast, mit mir einen Kaffee im nagelneuen Fear Groove zu trinken, lade ich dich herzlich ein um 17.30 Uhr zum Livestream. Da werde ich bestimmt auch noch ein bisschen leveln und so oder questen, mal gucken, je nachdem, wozu ich Lust habe. Auf alle Fälle das Update, das neue Fear Groove. Ich freue mich sehr. Ich finde es so toll, dass das überarbeitet worden ist. Wirklich, ich freue mich einfach total. Im Moment ist hier zwar noch nicht viel los, aber Eddie und Ferdinand bauen gerade den Pferdemarkt bei Fort Pinter auf. Und da wirst du nächste Woche dann wieder Quests machen können und Pferde einsammeln. Und das ist eigentlich schon das Update gewesen für diese Woche. Ich freue mich einfach, dass was Neues überarbeitet wurde. Es läuft übrigens bei Star Stable auch gerade eine kleine Schatzsuche auf Instagram. Da könntest du reingucken, wenn du Lust hast, Preise zu gewinnen. Es gibt wohl was zu gewinnen, habe ich gehört, bei der Star Stable Instagram-Seite. Das war's für jetzt und für den Moment. Es hört sich wenig an, aber ich glaube, Fear Groove ist richtig cool geworden. Bis nachher im Stream. Ciao, ciao. Deine Damakash.